Ja, man kann den Buddhismus unterschiedlich betrachten. Wenn jemand viele Wünsche, Erwartungen, auch viel Glauben hat und wenn man versucht, diese Wünsche, diese Erwartungen auf den Glaube mit der Hilfe, von der Hilfe von Buddhismus erfüllen, dann ist eigentlich sein Buddhismus eine Religion. Und Glaube, besonders ohne kritische Betrachtung. Wenn jemand denkt, ich darf nicht die Lehre des Buddha kritisch betrachten, aber ich möchte ihn annehmen, üben. Und auch wenn jemand denkt, der Buddha kann mir außen helfen, als höhere Macht. Und für ihn, für diesen Menschen, ist eigentlich der Buddhismus eine Religion. Wenn jemand Buddhismus liest und Theorie lernt, aber er will nichts praktizieren, für diesen Menschen ist der Buddhismus seine Philosophie. Wenn jemand Buddhismus liest, betrachtet, erkennt, dass es eine sehr, sehr schöne Methode ist und auch, wenn er eigene Probleme, die eigentlich in der Gegenwart sind, die gegenwärtigen Probleme, Schwierigkeiten. Und wenn er denkt, diese Schwierigkeiten kann ich eigentlich durch die Lehre des Buddha überwinden. Aber nur die gegenwärtigen Probleme. Und für diese Menschen ist der Buddhismus eine Therapie. Wenn jemand denkt, ich lese die Lehre des Buddha, ich verstehe diese Lehre des Buddha, die Lehre des Buddha. Und wenn ich die Lehre des Buddha lese, sehe ich auch, dass die Lehre des Buddha mit mir redet, mit meinen eigenen Problemen, Schwierigkeiten, sowohl die geistige als auch die körperliche. Und er fängt an, diese Schwierigkeiten, Probleme, sowohl die geistige als auch die körperliche, ganz tief mit der Hilfe von weiser Erwägung zu untersuchen. Er sieht nicht nur die gegenwärtigen Probleme, er geht noch weiter und tief. Er verwendet diese weise Erwägung, was im Buddhismus als Yoniso Manasikara heißt. Er geht tief und sieht auch die Wurzeln. Und dann verwendet die Lehre des Buddha nicht nur die gegenwärtigen Probleme zu überwinden, sondern auch diese Wurzel dieser Probleme zu beseitigen. Und für diesen Menschen ist der Lehre des Buddha eine Methode der Geistesschulung. Was erwartet der? Läuterung, Entfaltung, Entwicklung, eigenes Bewusstsein. So unterschiedlich kann man den Buddhismus betrachten. Das hängt aber von der Betrachtung ab. Wir können nicht sagen, allgemein, der Buddhismus ist eine Religion, Buddhismus ist eine Philosophie, Buddhismus ist eine Therapiemethode, Buddhismus ist eine Weltanschauung, Buddhismus ist eine Geistesschulung. So können wir nichts betrachten, das hängt von der Betrachtungsweise ab.